Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Runde Let's Play. Und heute zocke ich. Was zockst du gerade? Power Ranger Fight for the Grid. Ich habe schon ein bisschen angezockt, die Story-Modus, und ich muss sagen, es gefällt mir irgendwie. Es macht irgendwie mega Laune, es macht irgendwie mega Bock. Ich kann es einfach nicht erklären. Werdet schon gleich sehen. 6 Millionen Euro! Ich bin hier mitten in der Story, wie gesagt, schon mitten reingestartet. Und schauen wir uns mal das Spiel ein bisschen näher an. Links ist Lord Dragon. 6 Millionen Euro! Und ich habe gegen ein paar Gegner gefightet. Also das Fight-Spiel ist nämlich so, man wechselt öfters die Seite. Also man macht einen Kampf für die gute Seite, dann wieder ein Kampf für die böse Seite und dann switcht es hin und her, sorry. Das ist die gleiche Frage wie, gibst du oder bekommst du? Bow before your lord. SPD Cat Ranger. SPD Cat Ranger, lustig. Okay, jetzt bin ich Lord Dragon. So habe ich ihnen gegrieben! So! Wow, der hat voll gesessen. Ist aber da cool! Gibst du? Oder bekommst du? You have been warned. Mein Arsch. Ja, die Grafik ist jetzt nicht so der Burner. Finde ich wirklich schade, man hätte aus dem Spiel echt noch mehr rausholen können. Er hätte es grafisch richtig gut aufpolieren können. Machen bestimmt einen Afrikaner aus mir. Wo bist denn du Afrikaner? Oh, die Siglinde bei dir. Gibst du? Oder bekommst du? Dann geben wir es dem hier richtig hin, der Lett. Jetzt bin ich wieder auf der guten Seite. Alter, du Hurensohn! Verpiss dich! Überfallen wir sie nachts, die Dreckschweine, schleichen uns rein und schlachten sie alle ab. Yes, my lord. 3, 2, 1, fight! Jetzt bin ich wieder auf der bösen Seite. Cool. On my mark.
Millionen Euro! Was ist das für ein super Move, den ich da gemacht habe? Von my Mark, da ist ja gar nichts passiert. Oh, mein Arsch! On my Mark! Jetzt aber, ich muss nicht warten, bis er einkehrt. Deine Fotze geben wir es dir jetzt rein. Henry Henrysson, Jürgen Hurensohn. So habe ich ihn gegeben. So. Gibst du? Ah, guck, schau mal. Oder bekommst du? Der links hier ist einer von den Power Rangers aus dem neuen Film. You have no idea the power I possess. It's after 3, 2, 1. Also gehe ich mal davon aus, dass so sieht er aus, dann sieht er nämlich aus. Kann man es ja gar nicht ernst nehmen. Hallo! 6 Millionen Euro! Sehen wie Raiden spielt er sich. Raiden von Mortal Kombat. Angelo! Ja. Sag jetzt mal ganz laut. Nein, du sollst sagen, dass du gern Kokain isst. Schön aus, wie du da liegst. Ey, da ist er auch! Wenn du klug bist, kommst du auch, aber das ist halt die Frage. Die links ist der Kim, ist die Kimberly aus der Gegenwart, während die rechts die böse Kimberly aus der Zukunft ist. Ich habe ja noch nie gesehen. Oder aus einer anderen Dimension, wie auch immer. Schön. Ist aber da cool. Jetzt mal hier unten Gas geben. Ja, was war aber Stuf?
6 Millionen Euro! 6 Millionen! Schau, ich hätte aber da cool! 6 Millionen Euro! 6 Millionen! Was zockst du denn grad? Ja, danke, ich bin leider daneben. Baldur's Gate oder was? Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Ja, was passiert jetzt? My Eminence, are you alright? Fine, I'm fine. It's nothing. Then maybe we should go another round. I promise, I'll make a stronger impression. You have nerve, Ranger. But when our Eminence is finished with you, it'll be a distant memory. We already have what he requires. Secure the prisoner. You return home. Now. You okay? Yeah. I mean, I don't know. Baldur's Gate. I just fought myself? Wann spiele ich Baldur's Gate? We have a situation. The Dome City of Korn, home of the RPM Rangers. Was nicht bei Discord wird nichts angezeigt. The Rangers leader, Dr. K, has found a way to neutralize the Dragon Cannons. Baldur's Gate. If we could stop their cannons, the sentries wouldn't be able to warp our powers. This is huge. Yes, but the city's under siege. The Space Patrol Delta Rangers and the RPM Rangers are doing their best to hold off Draken's forces. But there's a 10-mile no teleportation zone. We can't get Dr. K or her tech out. And ever since Zordon sent out his message, I've been getting energy pings from Rangers in other eras, survivors of Draken's attacks. Baldur's Gate. The boss. All right. Here's what we're gonna do. Lauren and I will head to Corinth and work on getting Dr. K to safety. Jen, you and Kim pick up whatever Rangers you can. Make sure you take Trini. She's been working on some new armor upgrades that may come in handy. Everyone stay in touch. Angelo, spiel ich Baldur's Gate. Got it. Gibst du? Oder bekommst du? Power Ranger ist schon ein geiles Ding. Ich kann mich nur erinnern. Hey. Als ich noch klein war, da habe ich Power Ranger gesuchtet ohne Witz, Mann. Also heavy. Baldur's Gate. Oh, mein Arsch. Ist aber da cool. Deine Fotze geben wir es dir jetzt rein. Dann haben wir da cool. Fasert! Baldur! So schön! Baldur ist Fasert und Gate. Weiß ich, wie alt ich da war. Vielleicht 7 oder 8, als ich das erste Mal Power Ranger gesehen habe. Hat mich die Serie einfach in den Bann gezogen. Power Rangers mit Baldur! War damals schon was. Wirklich originelles. Also, die Choreografie, der Kampfmoves, das war einfach der Hammer. Und dann die Verwandlung zu den Power Rangers, war einfach Nostalgie pur. 6 Millionen Euro! Die erste Staffel ist auch einer der besten und die zweite ist auch noch ganz cool. Ja, die zweite ist auch noch wirklich gut. Ab der dritten wurde es dann etwas merkwürdig, aber als dann aber die anderen mit den anderen Power Rangers kamen, die nach der ersten Generation, mit denen konnte ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich anfreunden. Boah, der hat voll gesessen. Was ist das, Alter? Ja. Ach, kannst du mir glauben, das war. Nein, ich glaub dir nix. Ich muss meine Wahrheit sagen. Power Rangers. Ja.
den hier bald 6 Millionen Euro los. Angelo! Sitz auf dem Klo. Sag mir's doch. Was soll ich dir sagen? Was soll ich hören? Sag zu mir 6 Millionen. 6 Millionen Euro. Oh, das war nicht gut. Ich hab gehört, das Surge 2 soll auch gut sein. Was ist denn? The Surge 2. Was? The Surge. Der geht ab, der Charakter, Mann. 6 Millionen Euro! Was hat das mit 6 Millionen zu tun, oder? Gibst du? Oder bekommst du? Dankeschön, hab ich gerne gemacht, jawohl. Es war zu einfach wieder das Rätsel. Also manchmal, man macht die so krass, backschwere Rätsel. Und dann auf einmal kommt man wieder mit 6 Millionen um die Ecke. Wir müssen nur mal das Gehirn. Wow. Was jetzt? Oha, war das spontan. Wo bist denn du Afrikaner? War die Sekunde bei dir? Da geben wir es denn hier richtig hin, der Lett. Alter, du Hurensohn! Verpiss dich! Ist aber da cool! Alter, vor allem aus den Nachts. Dreckschwein, gleich ins Wein. Ich lachte sie alle an. Ist aber da cool! Ist aber da cool! Deine Fotze geben wir es dir jetzt rein! So hab ich ihnen gegrieben! So! With the power of snow. Gibst du? Oder bekommst du? Okay. This should be fun. Henry Sonder, Jürgen Hurensohn. So hab ich ihnen gegrieben! So! Verpiss dich! Boah! Ich kann uns ja gar nicht ernst nehmen. Hallo! Gib's dir in der Lett in deine Fotze! Deine Fotze geben wir's dir jetzt rein! So ein bisschen wie Sub-Zero, die Dinger. So hab ich ihnen gegrieben! So! With the power of snow. 3, 2, wow, der hat voll gesessen. Angelo! Ja. Sag jetzt mal ganz laut. Wow. Was
wollte ich sagen, dass du gern Kokain isst. Joi. Hey, das sieht schön aus, wie du da liegst. Hey, da ist er auch! Magical Source, Mystic Force. Das ist so cool. Wow. Das Spiel spielt sich so ein bisschen schon wie Mortal Kombat, muss man ein bisschen sagen. Ja, los, ich bin die ganze Zeit tot. Ich komm Staub, Alter. Ja. Ist halt die Frage. Bart, so ein Viech hab ich ja noch nie gesehen. Wo ich schön in die Lid in deine Furze rein, verstehst du das? Das war schwierig. Wie kann ich meinen Charakter wechseln? Es war genau wie damals. Ich deine Freunde verfolgt hab. Hab ich ihn. Bart! Mann, du bekommst aber richtig schön. War da cool. Oha. Das ist richtig schön Bugs bekommen, shit, wenn ich viel reden hab. Da ging der Bug Paparazzi auch so richtig Paparazzi ab. Von hinten, von vorne, von links, von rechts. Ja, aber Dragon Quest war echt ganz cool, also es hat mich wirklich lange Zeit noch unterhalten. Ich dachte zuerst mal, ich habe das durchgespielt, weil ich habe halt den bösen Magier besiegt. Danach hat sich herausgestellt, der böse Magier war... Yes. Voll in eure Fotzen rein! In Fotzen war mal cool. Ja, herausgestellt, der war wohl doch nicht so der Endboss, der Böse, so, da gibt's noch jemand anderes, und zwar der Drecksack aus dem ersten Teil. Er hat sich zurückgemeldet und gesagt, da bin ich auch wieder. Sehr sicher. Enough! Fewer Morphers means fewer Rangers to oppose us. I'm ready, Fenster 5. Take me one step closer to my destiny. Yes, my lord. Wie weit bist du so jetzt in dem Spiel? Viel zu leise. Also my lord! Ich bin leise, meinst du? I can feel the strength coursing through me. Dann musst du mich bei Discord lauter machen, dass du wahrscheinlich dazu leise bist. How long until the next transfer? A day at most. In the meantime, there is a situation in Corinth that requires your attention, my lord. The dragon cannons are on the verge of being compromised. Then perhaps it's time for more specific reinforcements. Keep targeting Ranger teams. Return with all the morphers you can. Our future depends on it. Of course, my lord. I will do all that is required. You have my word. SPD, Cat Ranger. Yes, my lord. 3, 2, 1. Ach, dein Hintergrund. Der Gold dagegen. So ein Sword. Huan! Da schreit er euch. Mit der Zeit fällt es den Leuten langsam auf.
Ja, so tut man. Tyrannosaurus! Was soll das für eine Scheiße? Der fickt mich. Gegen diesen Golda kämpfen. Ist ja mal lattisch. Oh, an alle Bajacke. Die muss da kacke. Scheiße. Schön. Euro. 6 Millionen! Was kommt der in der Luft werden? Schau dir jetzt aber da cool! 6 Millionen Euro! 6 Millionen! Was sagst du denn grad? Baldur's Gate oder was? Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Woran spielt ich Baldur's Gate? Du Sample. Hab's den richtig gegeben. Baldur's Gate. Oha. Ist doch Baldur's Gate. Back to action! Look who we have here. Baldur's Gate! Laut Angelo spiele ich Baldur's Gate. Meine
sehr verehrten Damen und Herren, falls ich schon immer mal gefragt habe, was ich spiele, Baldur's Gate! Fasern aber nach Kulm! Fasern! Baldur! So schön! Baldur's Fasern! Und Gate! Power Rangers, die Baldur! Go, go, Power Rangers! Go! Zack! Son und Gate. Komisch, in meiner Welt schlage ich dich alltäglich. SPD, Cat Ranger. Go, go, Power Ranger. 3, 2, 1, fight! Oi! Ich bin ja unter Aero! Wir machen bestimmt aus den Afrikaner aus mir. Oh, der gibt's mir aber richtig böse. War die Sekunde bei dir? Gibst du? Oder bekommst du? Boah, da hab ich gekillt. Dann geben wir es denn hier richtig in der Lett. Alter, du Hurensohn! Verpiss dich! Vor allem aus den Nachts, die Dreckschweine schleichen uns rein. So hab ich ihnen gegeben! Ab. So! Deine Fotze geben wir es dir jetzt rein! Ist aber da cool! So hab ich ihnen gegeben! So! Geht ja mal richtig ab hier. Hat das hier also verzaubert, der Draco, ne? Verzaubert. Verzauberung hat er gemacht. Gibst dir in der Lett in deine Fotze. Kann man es ja gar nicht ernst nehmen. Oha. Hallo!
gibst du oder bekommst du? Ja, das ist nur so ein Piraten-Ranger. Fuck. Angelo! Ja. Sag jetzt mal ganz laut. Was ist da los? Nein, du sollst sagen, dass du gern Kokain hättest. Das sieht auch ein bisschen anders aus als vorhin. Ey, das sieht schön aus, wie du da liegst. Ey, da ist er auch! Also, er nimmt von den Power Ranger die Kräfte und gibt sie dann jemand anders, oder wie genau? Weil ich habe die Storyline nie verfolgt mit den alternativen Zukunft, mit dem Lord Drago. Wenn da mal ein Film kommen würde, würde ich es mir gerne mal reinziehen. Ich bin die ganze Zeit tot. Wenn du klug bist, kommst du auch, aber. Ist halt die Frage. So ein Viech habe ich ja noch nie gesehen. Ist aber da cool. I am here. Shit, Alter. Frag mich, ob es mal nicht etwas zu langatmig wird nach einer Weile, wenn man immer Kämpfe beschreitet und nur wenig von der Story hat. Angelo spielt Baldur's Gate. Baldur's Gate!
Fuck it. Laut Angelo spiele ich Baldur's Gate. Gibst du? Oder bekommst du? Okay, was ist da schon wieder los? Ich hab sie gegeben! Deine Fotze geben wir es dir jetzt rein. So, Alter. Was ist jetzt schon wieder los? Ja, das Power Ranger erinnert mich wirklich stark an Mortal Kombat, muss ich ehrlich sagen. Es gibt aber meiner Meinung nach zu wenig Charaktere. Insgesamt vielleicht nur 10 Stück oder so. Das ist echt mager. Dafür, dass es ja hunderte an Power Ranger gibt. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Movesets. Also da hätte man echt ein richtig geiles, mega fettes Kampfspiel draus machen können. Aber nein. Aber der Anfang, aller Anfang ist schwer und der Anfang ist wirklich gut. Das, was ich gesehen habe, macht das Spiel echt Spaß. Kann mir echt gut vorstellen, so zwei Spielmodus gegeneinander. Das ist richtig, kann das schon richtig gut abgehen. Es ist wirklich kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes. Also es ist mittelmäßig, würde ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt eine Note vergeben würde, würde ich sagen von 1 bis 10 Medicore. 5,8. Fuck it, man. Warned.
Ha, geh doch, Alter, das war richtig schwer gerade. Leck mir am Arsch. War das gerade schwierig. Guys, we're getting out of here. No. Kimberly gegen Kimberly. Ich habe das Gefühl, mein Charakter reagiert einfach nicht. Die Inputs sind einfach zu langsam. Oh, was war das für ein Kick? Was für Zauber gebrochen, was ist das für ein Bullshit? Thank you.
überhaupt möglich zu gewinnen? Ich glaube nicht, unmöglich zu gewinnen. Tja, Niederlage. Ist doch klar, dass es irgendwann so weit kommt. Die Schrauben haben halt den Schwierigkeitsgrad in dem Spiel, also immer höher. Immer und immer höher, anstatt mit einer geilen Story irgendwie zu packen, ne? Also zu überzeugen, schraubt man halt von jedem Kampf immer die Schwierigkeitsgrad höher. Naja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann lasst halt einen Daumen nach unten. Mir egal. Ich hoffe mal, ihr habt einen guten Einblick jetzt gehabt über Power Ranger Fight for the Grid. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann kauft es euch. Es ist manchmal im Angebot in Steam. Und ich denke, der Preis wird eh schnell fallen bei dem Spiel, da wahrscheinlich in Zukunft gar keine neuen Contents geliefert werden. Aber ich hoffe, dass sie da irgendwie einen zweiten Teil machen. Oder eine Neuauflage, wie dem auch sei. Spiel hat Potenzial. Nur schade, man hätte mehr draus machen können. Also Leute, auf jeden Fall, ciao!